Warum bist du nicht gegangen? Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Ah, deshalb bist du nicht gegangen. Oh. Alter. Oh, mein Kreislauf. Tschüss. Oh. Der Stein ist schon ein bisschen ausgefranst. Aber ich kann nichts mit dem machen. Wahrscheinlich kann ich dahinter was verstecken. Das wäre eine gute Geschichte. Wir können hinter dem Stein was verstecken. Ja. Also so, genau so stelle ich mir Katzen vor, die nach Hunger schreien. Fällt überhaupt nicht auf hier, das Blut. Arbeitet doch gar keiner. Nee. Was versteckt er? Ich glaube, die sammeln alle ein, hä? Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht, aber vielleicht sind sie dort auch gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Da ist jemand, die Emma ist gerade im Wagen. Und der ist nicht sicher, habe ich vorhin schon gesagt. Bin mir ziemlich sicher, dass es darauf hinausläuft. Was ist das hier? Das ist sein Büro, okay. Was versteckst du, Travis? Ein Brief, der die Veröffentlichung des Bizarr- oder Banal-Podcasts auffordert, ihre Nachforschung in Hackett's Quarry einzustellen. Okay, wir lesen ihn gleich nochmal. Wir lesen ihn nochmal. An Bizarr oder Banal, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie vor kurzem eine Folge Ihres Podcasts veröffentlicht haben, in der es um die Stadt Northkill und insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich den Kontext richtig deute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern. Auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt und, wie Sie sicher wissen, keine Geister existieren, muss ich Ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten den Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten, darunter auch den des Hackett's Quarry Sommercamps, welches sich als sichere und kindgerechte Umgebung für Kinder aus dem ganzen Land versteht. Deswegen auch die Reaktion von wegen, dass die Gruselgeschichten nicht hilfreich sind, ne? Vor diesem Hintergrund muss ich Sie dazu auffordern, diese Episode Ihres Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere unangemessene Berichterstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen. Sollten Sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer des besagten Grundstücks nicht davor zurückscheuen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne der Interessen beider Seiten hochachtungsvoll. Travis Hackett, Sheriff, Polizeibehörde von Northkill, Northkill, Bundesstaat New York.
Ich gehe noch nicht in sein Büro. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Aber jetzt mal eine andere Frage. Wie lange sind die eigentlich hier im Camp? Wenn die einen Tag eher angekommen sind als alle anderen, dann müssen die doch gerade tierisch irgendwie mit den Kindern im Camp irgendwo sitzen und da ist gerade dieser Ausbruch da draußen. Wo waren die zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist? Verstehst du, was ich meine? Das wundert mich nämlich gerade zutiefst. Denn jetzt sind alle anderen sind gerade im Camp, irgendwo im Camp. Aber wo? Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Ja, nee, das mit den 2 Monaten ist mir bekannt. Das heißt, sie sind insgesamt 2 Monate im Camp. Denn die beiden sollten eigentlich zeitgleich in dem Camp mit da sein. Sie waren bloß einen Tag eher da und sind dadurch dann in die Scheiße geraten. So weit, so gut. Jetzt haben wir den ersten Mond. Das heißt, es ist 1 Monat später, der erste Vollmond nach diesem Vollmond. Und jetzt sind alle anderen gerade im Camp. Oder sind die bloß einen Monat im Camp? Immer nach Vollmond. Also von Vollmond zu Vollmond. Das heißt, dann sitze ein Trupp eher da. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Alles Gute. Schon 56, wo hast du dir Zeit geblieben? Bist ein guter Junge, Travis. Herzlichen Glückwunsch, liebe Mom. Sollte auf der Krankenstation arbeiten. Ich sollte schlafen. Nein. Ja, deswegen sage ich ja, aber die sollten doch eigentlich im Camp mit ihnen zusammen sein, aber sie sind einen Monat noch eher, einen Monat. Juli? Okay, am 7. Juli hat er Geburtstag. Ja, eben drum. Da habe ich gerade so einen kleinen zeitlichen Fehler im Kopf. Oh ja. Damit muss er mich betäubt haben. Das sieht nicht sauber aus. Ich versteck's in der Zelle. Oder aber sie werden alle betäubt, genau an dem Tag, damit keine Scheiße passiert. Und sie nichts davon mitbekommen. Sie schlafen einfach eine Nacht länger, weißt du? Vielleicht haben sie nämlich eine Nacht komplett überschlafen. Weil er hat erstaunlich viele Spritzen. Oh. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Dieser alte Sheriffstern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehörte dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger?
ist nichts weiter drin. So, jetzt könnte ich noch in sein Büro gehen. Was ich auch tun werde. Schon allein, um die Hintergründe aufzudecken. Sein Büro war da hinten, ne? Ist zu. Oh, doch nicht. Das ist aber seltsam. Die Energiekosten hier, ey. Guck mal, da sind die, die verschwunden sind. Anne Radcliffe und genau. Edward Benson. Wer das wohl ist? Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Okay. Katzen werden vermisst. Uiuiui. Hunde auch. Armin und Perla. Da ist wieder die Freak-Dings. Aber guck mal. Er hat sich scheinbar aber drum gekümmert. Denn die Orte, wo sie vermisst sind, hat er markiert, ne? Anne Radcliffe, Haare braun, Augen grau-grün. Vielleicht waren es die ersten. Edward Benson, Haare braun, Augen braun, zuletzt auf dem Hackett-Wanderweg, 5 Meilen nördlich von Northkill gesichtet. Hinweise bitte an die Polizei von Northkill. 555-0707. Hallo? Das ist ein Fluch. Der Brand ist 5 oder 6 Jahre her, ne? Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Vakya. Can you handle it for me, Chris? Keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Warte. Eine Folge des Podcasts Pizza oder Banal, der übernatürlichen Phänomene und die Mysterien um die Hexe von Hackett's Quarry. Ja, aber er hat offiziell nach ihnen gesucht, zumindest laut Karte, ne? Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Rauschen. Okay.
Warte mal. Vermutlich könnte man einen Koop noch gucken, ja. Okay, da kommt nichts anderes. Schade. Ich dachte, jetzt kommt nochmal eine Referenz. Schon allein, um herauszufinden, was passiert, wenn man andere Dinge anders tut. Logischerweise. Ah, komm. Aber wie gesagt, für die PS5 war es mir dann doch ein bisschen zu happig. Ah, hier war das Kopierding. Okay, wir verstecken jetzt das Ganze in unserem Versteck. Ich vermute nämlich, dadurch, dass wir nämlich offen sitzen, wird er uns durchsuchen. Wenn wir das dann dabei haben, ist, glaube ich, doof. Wir müssen es dann anders machen. Könnte da nicht schlafen übrigens. Genau. So ungefähr, genau. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Er durchsucht uns jetzt. Es war die richtige Entscheidung mit der Spritze. Glücklich? Ich mach uns Kaffee. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Das ist eher Überwachungskamera. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Nee. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich.
Meine Leute. Wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Oh, ist es so ein Ding, Werwolf versus, hast du nicht gesehen? Okay. Dann beenden wir's. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Was brauchst du? Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlagt des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Nein, ich nehme nicht die Waffe. Die sind verflucht worden. Wahrscheinlich durch den Brand. Irgendwas ist da passiert bei dem Brand. Von diesem Dingelsbums hier, ne? Simsalabim, da. Und irgendwas ist da passiert und sie wurden verflucht. Vom fahrenden Volk oder irgendwie sowas in dem Dreh. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Des Quellefluchs. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Okay, dann können wir auch Dings heilen. Als du glaubst. Nee, wir sind nicht infiziert. Wir können nicht infiziert sein, weil sonst wäre es schon passiert. Und zwar an dem Abend, wo er, ne? Wenn Sie all das wissen, warum haben Sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Sie verschweigen uns doch was.
Aber nichts, was ihr wissen müsst. Ich glaube Ihnen nicht. Wenn Töten keine Option ist, sondern nur Wissenschaft. Wissenschaft? Kein Problem. Echt genial lesen. Wir einfach ein paar Studien. Ich meine es ernst. Sind Sie so verzweifelt? Sie sind voll und haben Ihr kleines, mieses Geheimnis verraten. Wissenschaft, das ist doch nur Bullshit. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Danke. Ich auch. Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es... Danke. ...nicht gesehen hätte. Er hat sich seine eigene Verwandlung angeguckt. Ich bin nicht sicher. Ich bin auch noch nicht sicher mit dem... Wir hören ja die Stimmen. Ich glaube ihm, dass es kompliziert ist. Ich will ihm ja nicht glauben. Es gibt nur keine bessere Erklärung. Ich weiß nicht, das macht keinen Sinn. Wer hätte gedacht, dass wir mal Stars in einem schlechten Horrorfilm sind? Sprich für dich, okay? Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich bin ziemlich gut besetzt. Oh ja, das stimmt. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich habe das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Wir müssen hier rein, hier. Chris, hier. Ich weiß, dass Sie hier sind. Liebe, woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast dein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Wow. Geschossen. Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht?
Ich hab daneben gedrückt, deshalb. Hätte ich gehandelt, auf Kuh. Alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt den das. Den Wanderern und dann der verdammte Journalist. Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit Wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur, hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Die Mutter ist es. Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Zum Glück war da kein Silber drin. Das heißt, er schießt die anderen mit Silber. Hey. Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt. Was zur Hölle ist dir los? Laura! Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Genau aus dem Grund nämlich. Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Ihr hört's auch? Das ist nicht deren... Sie waren... Die Fahrenden waren zum falschen Zeitpunkt in dem Wald. Die haben schon immer dort gewohnt. Und dann ist es passiert. Hier ist keiner drin. Sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd.
Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Aber Chris Hackett ist nicht der Oberwerwolf. Da ist noch eine Mutter im Spiel. Da ist noch eine Mutter im Spiel. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte, die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Max? Wann hat sie denn Chris Hackett erschossen? Max! Max! Hallo? Sie hatte gerade eben gesagt, sie hätte Chris Hackett erschossen. Und dann wollte sie nach Max sehen, ob er sich zurückverwandelt hat.
Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee, Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Da ist Mutti. Aber er besorgt es, ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Der sieht auch so aus wie sein Papi, hä? Schon zwei, Bobby. Irgendein Gewölbe. Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Sie ist die Stimme. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich... Verlangt es dich vielleicht nach mehr? Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen.
Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Oh, deswegen war sie so grantig, weil wir nicht den richtigen Weg eingelt. Oh. Hackett's Quarry, Camp Poolhouse, der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul! Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story, es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. 2 Monate? Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissenen. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ryan ist seltsam. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Warum blinkert sie so doll? Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach doch, was du willst. Aber das stimmt, da hat Ryan recht. Er wurde gebissen. Wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil es von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv?
Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vor allem mit dem Stacheldraht, sehr seltsam. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Jetzt läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, es rutscht weg! Na, so ein Glück, ins Wasser. So ein Scheiß! Alles okay? Wir hatten es alles gebaut. Laura? Der Biss, das Wasser. Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Alles. Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Es ist schön, dass du sie schreibst, Flo. Aber hier ist an der Stelle Feierabend. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und das Spiel will einfach nicht aufhören. Aber jetzt haben wir endlich eine Szene. Ich muss mal sagen, der Charakter ist ein bisschen zwielichtig. Jetzt sind gar keine gelben Augen mehr. Das ist schade. Der Charakter ist gerade ein bisschen zwielichtig. Ich weiß gerade nicht, wie ich Laura einschätzen soll. Wobei ich den Charakter gerade richtig krass finde und auch die Transformation von dem Charakter. Da muss aber noch irgendwas anderes passiert sein, meine persönliche Meinung. Auch er, Ryan, hat irgendetwas...
Vielleicht bist du ja die Wurzel. Es ist alles noch nicht so hundertprozentig. Wer sind die alten Leute? Ne? Also der alte Mann, der Sohn, der ungefähr nur in jung und auseinandergezogen, weil so stabil und kräftig wie sein Vater wahrscheinlich aussieht oder Opa. Wer ist die Frau und warum? Und warum sind die hier? Und Ryan hat es ja schon gesagt, er war sehr fürsorglich. Die sollten sich verstecken, sollten nicht rauskommen. Warum und weswegen? Also, ja, der ist vielleicht jemand, aber vielleicht sind es zwei unterschiedliche Werwölfe oder so. Ich weiß es nicht. Nun gut, das soll's aber für heute gewesen sein. Morgen, ich guck mal morgen, was der Zeitplan sagt. Vielleicht spielen wir morgen weiter. Aber kein Versprechen, wohlbemerkt. Ich muss gucken, wie der Tag morgen ist. Ne? Morgen geht's ins Klinikum mit unseren Gästen und dann schauen wir mal. Warte mal, vielleicht können wir jetzt mal keine gelben Augen derzeitig. Was oder 5? Ich weiß nicht, was oder 5 ist. Da fehlt mir der Kontext gerade, weil ich nicht weiß, was ich gerade gesagt habe. Genau. Schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt gesund. Ne? Keine gruseligen Träume. Und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Am Anfang war es ein bisschen so teenie-mäßig, aber spätestens seit gestern ist das Ding so sehr in Fahrt gekommen. Ja, das können auch sein, aber 5 unterschiedliche oder mit unterschiedlichen Interessen. Oder es sind die Urwehrwölfe und sammeln dann diejenigen, die möglicherweise, ne, na wie auch immer, lass uns überraschen. Wir sehen uns morgen Abend wieder, würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.